Hallo Leute, heute habe ich wieder ein bisschen zusammengeschnittenes Videomaterial von meinen letzten zwei Trainings, beziehungsweise Montag und Dienstag letzter Woche. Das war jetzt der Montag, das waren Lower Squats mit Kniebandagen, aber ohne Gürtel im 5x5 und im Anschluss noch ein bisschen Videos von den Speed Deadlifts. Das war jetzt mein erster Arbeitssatz mit, lasst mich schauen, mit 110 Kilo für 5, wie gesagt ohne Gürtel, dafür mit Kniebandagen und Handgelenksbandagen. Ja, der erste Satz im 5x5 hat sich noch relativ gut angefühlt, deswegen habe ich dann im zweiten Satz auf 112,5 Kilo gesteigert. Und das war dann aber auch auf jeden Fall mein Topset und nicht mehr ganz ein API 8 bis 9, sondern eher in Richtung 10. Dementsprechend musste ich dann auch in den folgenden drei Sätzen das Gewicht reduzieren auf 107,5 und die letzten zwei Sätze für 5 Wiederholungen mit 105 Kilo. Wie gesagt, ich wollte einmal über die 110 Kilo squatten ohne Gürtel auf Wiederholung, war aber noch ein bisschen schwer. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, erstmal eben im 110er Bereich auf 5 Wiederholungen zu bleiben, beziehungsweise da einige Sätze hintereinander absolvieren zu können mit ordentlicher Technik. Das ist gerade ein bisschen, denke ich mal, vernünftiger, als da jetzt groß jede Woche steigern zu wollen. Ja, ich trage wieder diese A7-Shirts. Die helfen mir eigentlich ganz gut beim Kniebeugen. Da bewegt sich dann gar nichts mehr. Wobei in dem Kraftraum, wo ich trainieren kann, momentan ist eben auch die Riffelung der Stangen sehr gut. Das heißt, es ist nicht wie in konventionellen Fitnessstudios, dass man da Angst haben muss, dass einem die Stange auf dem Rücken rumrutscht. Dementsprechend ist das jetzt nicht so das Megaproblem. Die waren allgemein relativ schwer. Ich habe ein bisschen mit meiner Form zu kämpfen gehabt, wieder mit den nach innen schlagenden Knien, weil ich einfach von Anfang an im Gesäß- und Hüftbereich nicht ganz fest war, aber auch eben meine Körpermitte nicht so ganz extrem stark stabilisiert bekommen habe. Dennoch habe ich dann das Gewicht reduziert zu einem API 8 bis 9 und habe dann mein 5x5 noch zu Ende gebracht. Ich ja im Anschluss zu meinen schweren Kniebeugsätzen immer noch Speed Deadlifts. 5x2 hier mit 90 Kilo, eben, um eben nach wie vor an meiner Technik arbeiten zu können. Das hat eigentlich gut geklappt. Rücken ist schön gerade geblieben. Was soll ich sagen? Ich hebe oder ich mache 3 Kreuzhebevariationen die Woche. Ein Speed Deadlift, meinen normalen Wettkampfkreuzhebetag und eben ein gestrecktes Kreuzheben im Conventional. Von einem Defizit, einfach um viel Frequenz der Übung reinzukriegen, aber eben nicht zu stark zu überlasten und um nach wie vor eben an der Technik arbeiten zu können, vor allen Dingen an der Atmung, was bei mir auch immer ein großer Punkt ist beim Kreuzheben. Im Anschluss gab es dann noch 4 Sätze, a 10 Wiederholungen, Split Squats mit Zusatzgewicht, ungefähr so 18, 20 Kilo, weiß ich immer nicht so ganz genau. Back Extensions 4x10 mit einem grünen dicken Band, auch von Tyson aus dem Online-Shop, die sind super, checkt die mal aus. Link findet ihr in der Infobox und noch Klimmzüge. 2 bis 3 Sätze mit maximalen Wiederholungen. So, dann ging es am Tag drauf weiter mit meinem Bankdrücktraining. Das ist immer so die normale Abfolge. An diesem Dienstag stand Competition Bench Touch and Go aber auf dem Plan, auch im 5x5. Das ist jetzt mein erster Satz mit 55 Kilo. Ich habe dann noch für die folgenden 2 Sätze auf 57,5 Kilo gesteigert und die 2 Sätze danach wieder auf 55 Kilo reduziert. Wie gesagt, wir arbeiten ja mit diesen API-Skalen und ich möchte eben immer im Bereich 8 bis 9, es ist meistens eher ein 9er, Bereich bleiben, dass ich eben noch ein bisschen was im Tank habe, auch aus verletzungsprophylaktischer Sicht. Das war jetzt ein Satz hier mit 57,5 Kilo. Ich muss sagen, dass mir die Form echt schon um einiges besser gefällt und ich da wirklich schon super steigern konnte.
in den letzten Wochen und Monaten. Bin da auch super zufrieden mit. Ich kann viel stärker meine Brücke halten. Vorher ist mir bin ich immer mit der Abwärtsbewegung der Stange stark schon einfach eingesunken mit dem ganzen Oberkörper. Das schaffe ich jetzt schon viel besser, einfach diesen Leg Drive zu nutzen, den Oberkörper schön festzumachen. Und da bin ich ganz zufrieden mit. Und wenn es gut läuft, dann macht es natürlich auch immer super viel Spaß. Dementsprechend freue ich mich auch momentan immer total auf die nächste Bankdrückeinheit. So, im Anschluss, wie ihr wisst, mache ich ja immer diese Trainingssingles. Da waren es an dem Tag 62,5 Kilo pausiert, was schon ein 5 Kilo PR von meinem letzten Wettkampf sind, eben auch nach diesen ganzen Arbeitssätzen. Wie gesagt, der hat sich auch gut angefühlt. Die Aufwärtsphase war vielleicht noch ein bisschen, unsauber, ein bisschen schwer, aber hatte ich alles gut unter Kontrolle, habe ich gut nach oben gebracht, dementsprechend zufrieden damit. So, im Anschluss wie immer meine Slingshot-Sätze pausiert, 3x4 mit 70 Kilo beziehungsweise den letzten Satz habe ich dann auf 67,5 Kilo reduziert. Gab es noch ein bisschen Kurzhanteldrücken, ein bisschen Rudern im Anschluss. Und ja, vielen Dank fürs Anschauen und ich hoffe, euch hat's gefallen.